Moinsen, in diesem Video hier gibt es die besten Technik-News der Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt doch gerne dran. Galaxy Unpacked Event 2021. Unser erstes Thema. Wir fangen an mit dem Galaxy Z Flip 3. Das erste Neue ist der Preis, was ziemlich nice ist, denn das Gerät kostet nur noch 1049 Euro und nicht mehr 1349, also 300 Euro weniger, was echt nice ist. Das Gerät selber ist natürlich vom Design etwas anders, etwas kantiger, sodass es besser zum derzeitigen Samsung Design passt. Das Außendisplay ist endlich größer geworden. Jetzt kann man da auch Nachrichten lesen und andere Dinge mitmachen und nicht nur die Uhrzeit ablesen. Außerdem ist das Innendisplay jetzt mit 120 Hertz ausgestattet und nicht mehr nur mit 60 Hertz. Ein weiterer Fokus von Samsung lag auf der Robustheit des Gerätes, denn das ist jetzt bis zu 80% robuster als der Vorgänger. Was da auch für spricht, ist die IPX8 Zertifizierung. Das X steht dabei für den Staubschutz, denn der ist einfach nicht da, aber die 8 steht für den Wasserschutz und dabei ist es so gut geschützt wie die S21 Serie. Das Z Fold 3 gibt es natürlich auch, das ist der Nachfolger vom Z Fold 2 und das ist ganze 200 Euro günstiger geworden, anstatt 2000 Euro, 1799 Euro. Da haben wir auch ein etwas kantigeres Design, die Kameras sehen etwas anders aus und da auch das Außendisplay hat jetzt bis zu 120 Hertz. Wenn ihr es aufklappt, fällt auf, die Kamera ist unterm Display. Man sieht sie natürlich noch etwas, aber deutlich besser als im letzten Jahr. Was beim Innendisplay auch auffällt, ist, dass man es mit einem S-Pen bedienen kann. Man muss sagen, mit einem speziellen S-Pen, der sich so eindrückt, wenn man zu dolle drückt, aber so kann es vielleicht wirklich zu einer Note-Alternative werden. Wie auch beim Flip haben wir eine IPX8-Zertifizierung und das Display ist bis zu 80% robuster. Alles in allem finde ich beide Smartphones schon mal sehr, sehr gelungen. Die neuen Galaxy Watches, Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic heißen sie. Starten tut die Watch 4 bei 269 Euro in 40 und 44 mm und die Watch 4 Classic bei 369 Euro in 42 und 46 mm. Technisch, wir haben den gleichen Prozessor, wir haben das gleiche Display. Wir haben bei der Classic natürlich eine wirkliche Lünette, physisch, bei der normalen nur eine digitale Lünette. Die ganzen Körpersensoren sind die gleichen, das heißt man kann das Körperfett und so weiter alles messen. Das Betriebssystem ist endlich auch Wear OS, nicht mehr Tizen OS, was ganz nice war, aber nicht so viele Apps hatte, sondern endlich auch Googles Betriebssystem. Wie ich finde, nicht nur die Phones sind nice, sondern die Watches sind auch sehr, sehr cool geworden. Das hier ist keine News, sondern es gibt ein bisschen Eigenwerbung, denn ich habe dieses Jahr das Ziel, 100 Abonnenten zu erreichen. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, lasst mir noch gerne ein Like da, kommentiert was Nettes und abonniert den Kanal für mehr. Und jetzt soll es auch schon weitergehen. Apple und USB-C in den iPhones. Das klingt wie eine unendliche Geschichte, denn schon 2018 wollte die Europäische Union über einen Gesetzesentwurf alle Hersteller dazu bringen, auf den gleichen Ladeanschluss zu setzen. Damals hat Apple argumentiert, die Leute müssen sich alle Kabel neu kaufen, das ist für die Umwelt mies, für die Kunden mies und es kam nicht zu einem Beschluss oder einem Gesetz. Jetzt will die Europäische Union es nochmal probieren und plant wieder, alle Hersteller, die in Europa Geräte verkaufen wollen, dazu zu verpflichten, auf den USB-C-Anschluss zu setzen. Und damit wäre auch Apple betroffen. Die Frage ist nur, drückt sich in Anführungszeichen Apple wieder oder ist es diesmal soweit? An sich wäre es ja zu begrüßen, wenn alle Hersteller den gleichen Anschluss haben. Fitbit Charge 5, das ist zumindest der Titel, den ich hier geben würde, denn es sieht einfach aus wie der Nachfolger der Charge 4. Fitbit gehört ja jetzt zu Google und die Charge 5 ist wahrscheinlich die erste Smartwatch Fitness Tracker Variante, die Fitbit unter der Regie von Google herausbringt. Design ist Fitbit typisch, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Funktionell wissen wir noch nichts eigentlich dazu. Welches Betriebssystem läuft darauf? Welche Sensoren haben wir? Wissen wir alles nicht. Wir kennen nur das grobe Design, was eigentlich ganz nice aussieht. Das soll die News auch schon gewesen sein. Wir können gespannt sein, was sie kann, was sie kostet und ob es da spezielle Funktionen gibt, vielleicht sogar Wear OS. Aber das wissen wir noch nicht. Xiaomi Redmi 10. Das wird wahrscheinlich ein Preis-Leistungs-Kracher, denn die Redmi-Serie ist die Einstiegsserie, also die günstigsten Geräte von Xiaomi. Preislich kosten die in der Regel so knapp über 100 Euro, zumindest bisher. Und die Technik, die das Redmi 10 verspricht, ist echt krass. 90 Hz Display, 5000 mAh Akku, der mit 18 Watt aufgeladen werden kann und Strom sogar per Kabel abgeben kann, eine 50 Megapixel Hauptkamera, ein Ultraweit und eine Makrolinse für knapp 100 Euro könnte wirklich ein extrem interessantes Produkt sein, was Konkurrenten wie Samsung und Oppo natürlich weiterhin beflügelt
und für mehr Konkurrenz sorgt. Wenn das Gerät wirklich so kommt für den Preis, dann wird Xiaomi wahrscheinlich im nächsten Quartal auch der Hersteller sein, der am meisten Geräte verkauft. Das war's aber auch schon mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, kommentiert etwas Nettes in die Kommentare und lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein!